Ja, so in diesen 2,5 Wochen haben wir in der Kirche, wir haben natürlich nicht nur geschlafen und gebetet, sondern auch viele Aktionen durchgeführt. Also wir haben Veranstaltungen organisiert, wo wir für die Bevölkerung draußen informiert haben, um was es überhaupt geht, so, was die Leute betrifft, warum dass sie da in der Kirche sind. Wir haben Konzerte organisiert. Es gab eine Theateraufführung von Brechts Stück Flüchtlingsgespräche. Ein Mensch kann überall zustand kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird. Man kann sagen, und auch von der Infrastruktur her, also wir haben ein kleines Büro eingerichtet in der Kirche, wo wir Laptops hatten, Drucker, wir konnten dort gleich die Medienarbeit oder einen Teil der Medienarbeit machen, Flyer gestalten, E-Mails verschicken. Und die Leute waren aktiv, also es gab auch kreative Sachen, es wurden Porträts gemacht von den Leuten, die Flüchtlinge haben Lebensgeschichten auf Papier gefasst und ausgestellt. Aufwand her, es war schon ein Riesenaufwand, während 2,5 Wochen täglich 2 warme Mahlzeiten in die Kirche zu bringen. Wenn man bedenkt, es waren doch zwischen 100 und 150 Leute ständig da. Also je länger das die Besetzung ging, desto müder wurden die Leute, aber auch desto entschlossener. Déjà pour commencer, c'est vraiment très froid dans l'église parce qu'il n'y a pas de chauffage. Et puis, sachant pourquoi on est là, on est obligé d'y être. Je suis moi obligée d'être là. Parce que je ne vois pas la différence entre être là à 18 là où je suis et être ici là. Étant là-bas, c'est la même chose qu'ici, là. Ici même encore, j'ai plus de sécurité. J'ai plus de sécurité. On va essayer. Si ça ne va pas, peut-être on va dans d'autres églises, si on nous accepte. N'oubliez pas que nous sommes illégales. Donc tout ce qu'on peut faire sera illégal. Partout où ce qu'on passe, on ne va pas nous accepter. On ne sera jamais bien vu. Tant que nous sommes illégales, tout ce qu'on peut faire en Suisse est illégal. Die Stimmung ist immer noch gut, weil wir haben immer also mehr Unterstützung. Viele Leute kommen und sympathisieren mit uns und das stärkt uns auch immer wieder. Für mich, wenn ich kann hier in dieser Kirche ganze Monate bleiben, ich bleibe schon. Für mich ist egal. Labyrinth. Wichtig ist ja die Basis eigentlich, dass es eine gelebte Basisbewegung ist. Wo es keine Hierarchien gibt, es gibt kein Gremium, das ständig entscheidet, was passiert heute, was passiert morgen, sondern dass das ein dynamischer Prozess ist und dass von allen Gruppen Leute in die Prozesse involviert sind. Hier es gibt keine Chief, keine Präsidentin, keine Chief. Wir sind die alles gleich. Hier ist so sehr offen, sehr, sehr offen, sehr demokratisch. Wir hören für alles, die Kinder, die Alte, die Arabis, die Afrikaner, wir hören alle uns. Niemand nimmt eine Entscheidung selber hier, nein. Wir müssen immer eine Sitzung haben, die Leute fragen, wer hat eine Meinung. Ich bringe meine, du bringst deine, jemand bringt andere. Und dann, es gibt, wir machen, okay, wer ist besser.
und wir gehen von dieses. Aber die Meinung, Entscheidung selber, es kann nicht von niemandem. Mit der Zeit ging es vor allem eigentlich um die Problematik der Besetzung. Also es wurde dann breitgeschlagen, dass das eigentlich eine illegale Aktion sei. Die Kirche hat dann auch von Geiselnahme gesprochen, dass sie unsere Geiseln für unsere Anliegen seien. I mean, we are tired of the promises which are never made. So, and that's why we decided to come and occupy the church. We thought that the church are the people who will welcome and try and fight with us our battle. Wenn Sie hier bleiben bei uns, machen Sie zunächst Druck auf uns. Für uns wird es schwierig. Der Druck ist bei uns. Der Druck müsste aber sein bei der Regierung. So lange in der Kirche zu bleiben, bis Sie Papiere haben oder bis die Regierung Zugeständnisse macht, damit, und jetzt werde ich keinen Applaus erhalten, damit habe ich ganz große Probleme. Wir sind am Anschlag, wir sind müde am Anschlag. Es ist für uns schwierig. Yeah, I'm sorry that you say that yeah, we just get tired and nothing will happen. As a church, I mean, you should encourage us. The church teaches people to encourage each other in hardship. Für uns war ziemlich schnell enttäuschend, dass die Kirche sehr wenig Präsenz gezeigt hat. Sie sind nur zu den Sitzungen gekommen, wenn wir Vollversammlung gemacht haben. Den Tag durch oder auch sonst den Kontakt mit den Leuten haben sie eigentlich gar nicht gesucht. Ce n'est pas toujours clair entre eux et nous, c'est toujours oui, vous devez partir, on est fatigué. Bon, mais on va aller où? En quittant d'ici là, on va dans une autre église. Est-ce que dans cette église on va nous accepter? Der zuständige Regierungsrat Hans Hollenstein, er ist von der CVP und er hat das Migrationsamt unter sich und ist verantwortlich für diesen Bereich. Er war dann in den Ferien, also ein paar Tage nach der Besetzung, und hat dann sehr früh eigentlich gesagt, ja, er würde ein Gespräch mit uns machen. Und aber unter der Voraussetzung einer geräumten Kirche. Also die Predigerkirche muss leer sein und wir müssen uns bei ihm im Regierungsgebäude treffen zu einem Gespräch, und zwar erst am 5. Januar. Wir sind wirklich kompromissbereit, aber wir haben kein Vertrauen, wenn wir die Kirche verlassen. Weil also wir haben immer Gespräche versucht mit den Behörden und wir haben immer leere Versprechungen gehabt. Wenn wir hier rauskommen und zu Hause bleiben, die Verhandlung wird wirklich, also wir können damit nichts erreichen, das ist meine Meinung.